Hallo zusammen. Heute möchte ich ein Designer-Aufbewahrungsbehälter bauen. Genau, Design. Und das Ganze noch mit alten, nicht geraden Brettern. Alles krumm. Die muss ich noch sauber machen und alles. Und das Utensil, was in den Behälter kommt, benutzen Frauen täglich, Männer nicht unbedingt. Und nach dem Intro legen wir los.
Mein Designer-Ersatzrollenhalter ist jetzt fertig. Design bei Achim. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich habe da damit die Position von dem Deckel, dass er nicht runterfällt, habe ich gerade zwei Dübel, habe ich dann an den Ecken reingemacht und ist okay. Und es ist alles so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich wollte die normalen sind dann, wenn man so etwas hat aus Blech oder da gibt es ja verschiedene Sorten, muss man dann immer reingreifen. Und ich habe jetzt einer gemacht, wo ich da seitlich praktisch meine Rolle rausnehme. Jetzt ist hier, habe ich einen Anschlag, ich habe gerade so zwei kleine Holzstücke, habe ich da dran gemacht, die kann ich umlegen. Und wenn ich die umlege, kann ich ihn natürlich ganz herausnehmen. Da passen jetzt dann vier Rollen rein. Ich muss ihn noch einmal ölen. Der ist jetzt nur einmal geölt. Noch einmal werde ich ihn ölen. Ja, das mit dem Brandmuster ist Geschmackssache. Ist genauso mit diesem Muster, was ich da reingemacht habe. Ich wollte ein anderes reinmachen, habe mich aber etwas da verfräst, weil ja, man ist nicht so geübt. Ich konnte die Zeichnung nicht so richtig sehen. Dann habe ich das draus gemacht. Okay, geht alles natürlich besser. Aber ich muss sagen, optisch, wenn einem das gefällt mit diesem Brandmuster, mir gefällt es. Das ist ja für das Gäste-WC von meiner Tochter und Schwiegersohn. Und denen gefällt solche Brandmuster, beziehungsweise meiner Tochter gefällt sowas. Und ja, so, aber die Funktion, alles okay. Es ist mal etwas anderes. Es war nicht ganz so ohne, weil man hat ja gesehen, welches Material das ich genommen habe. So krummes Holz. Und wenn man keine Abrichte hat, ich habe ja keine, dann ist das krumme Holz zu verarbeiten, auch mit den 45 Grad Schnitten, ist nicht ganz so ohne. Da muss man schon etwas improvisieren. Aber ich denke, dass man das so im Nachhinein nicht unbedingt sieht. Wenn man genauer hinschaut, natürlich weiß man, oh, was ist das? Aber so die Ecken sind alles gut geworden. Von innen sieht man natürlich, oh, warum ist der Spalt so groß? Warum? Weil es kein gerades Holz war. Vielleicht habe ich irgendwann mal eine Abrichte. Mal schauen. Auf jeden Fall war das so ein Projekt, was so gewisse Schwierigkeiten mit sich bringt. Aber nichtsdestotrotz, mir gefällt es. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.